Moment, wenn du sprichst, muss ich auf mich gehen. Ja, dann herzlich willkommen zurück nach der Pause. Wir werden einfach ohne weitere Einführung direkt übergehen zum Praxismodul und deswegen übergebe ich gleich das Wort an Sascha Förster. Ja, hallo zusammen. Heute darf ich zum zweiten Mal sprechen. Jetzt geht es um WordPress und zwar in Form von DE-Hypothesis. Wir werden lernen, wie man ganz praktisch mit WordPress umgeht, wie man publiziert, wie man kommentiert, verlinkt. Und am Ende werde ich auch zwei, drei Tipps geben, wie man seinen Blog einrichtet. So. Dann gehen wir jetzt mal auf den Bildschirm. Die Grundfrage ist: Ist es schwierig, mit WordPress zu bloggen? Nein, es ist ganz einfach. Und wie man sieht, ist dieser Artikel jetzt auch schon veröffentlicht. Was wir jetzt hier sehen, ist eine kleine Zauberei. Das ist der Einfach-Schreiben-Modus von WordPress, mit dem ich mich wirklich auf den Text konzentrieren kann, aufs Publizieren eben. Und soll einfach zeigen, dass es ganz einfach ist und ganz schnell geht, wenn ich etwas ändern möchte. Eben haben wir darüber gesprochen. Ein Update. Kann ich hier auf Aktualisieren oder Publizieren drücken. Und das ist jetzt auch tatsächlich so direkt online. Wenn man das mal vergleicht mit einem Prozess im Journal zu publizieren, der Monate, vielleicht Jahre dauern kann. Es ist doch wirklich sehr leicht zu bloggen. Aber es gibt einige Hürden und wir fangen jetzt erstmal an, uns mit diesem Editor zu beschäftigen. Dieser Editor bietet ähnlich wie bei Word verschiedene Optionen, mit denen man den Text formatieren kann oder wie jeder Texteditor. Man kann Fettschrift machen, man kann Kursiv setzen, durchstreichen, unterstreichen, Auflistungen anlegen. Hier sehen wir auch schon einen kleinen Trick. Wenn man mal über diese Symbole stehen bleibt, dann erklären die sich selbst. Das ist also sehr hilfreich, um einfach mal diese ganze Leiste kennenzulernen. Ein kleiner Trick auch hier ist der Button ganz rechts. Der öffnet noch mehr Optionen. Und sehr schön finde ich eben hier auch wirklich Überschriften anzulegen. Die sind dann auch im HTML-Text so richtig ja, konform hinterlegt. Und beispielsweise, das hätte ich jetzt gerne als Überschrift 2 und das ist dann auch schön fett. Also ich brauche im Prinzip nur Text markieren, wähle dann hier oben aus, was ich damit gerne machen möchte. Und ja, das wird auch direkt What you see is what you get mäßig so angezeigt, so dass ich sofort weiß, wie es aussieht. Dann möchte ich hier oben rechts drauf verweisen, wer jetzt doch ein bisschen codeaffiner ist und sich mit XML oder HTML auskennt, der kann sich die Textversion davon anschauen und hier sieht man dann eben die HTML-Codes, die darauf hindeuten, dass das die Überschrift 2 ist. Hier hat sich noch ein Leerzeichen eingeschlichen oder ein Einsprung, den kann ich dann hier entfernen. Gut. Ein weiterer Button, auf den ich hier vorne hinweisen möchte, ist der Weiterlesen-Link hinzufügen. Da gab es zuletzt Diskussionen drum, dass der nachträglich eingefügt werden müsste. Den füge ich jetzt beispielsweise mal hier zwischen diesem Anreißertext an und dem weiterführenden Text. Sagen wir mal, hier unten würde mehr stehen. Dann kann ich hier einen Bruch einfügen. Ich aktualisiere mal. Und dann schaue ich mir die Startseite an. Jetzt bekomme ich eben hier einen kleinen Link, Continue Reading. Das ist, wir sind multilingual, also wir arbeiten mit Französisch, Englisch und Deutsch hier in diesem Blog. Das hat jetzt aber mit der Blog-Plattform gerade zu tun, mit der Testplattform. Aber jetzt nochmal zurück zum More-Button. Wenn ich jetzt auf Continue Reading klicke, dann bekomme ich erst den vollen Beitrag angezeigt. Gut. Als Wissenschaftler
möchten wir gerne zitieren. Und zwar füge ich jetzt einfach mal ein Zitat ein. Und möchte das gerne ein bisschen besonders hervorheben. Das ist jetzt auch wieder ein kleiner Trick, dass es hier in dieser Leiste jetzt leider nicht angezeigt wird, kann man aber hier in dem Textmodus einen Blockquote setzen. Jetzt wird das hier so eingeklammert. Ich gucke mir das nochmal visuell an und jetzt bekomme ich hier eine besondere Einrückung. Und kann mir das auch direkt nochmal auf der Seite anschauen. Hier ist dann ein Zitat etwas eingerückt. Der zweite Punkt, den Wissenschaftler brauchen, sind Fußnoten. Auch dafür gibt es einen kleinen versteckten Trick. Dafür haben wir ein Plugin installiert, dass man mit einem Leerzeichen und einer doppelten offenen Klammer das Zitat öffnen kann, die Fußnote öffnen kann. Hier kann ich jetzt eine Fußnote einfügen, schließe das mit der doppelten Klammer und einem Leerzeichen. Dieser Trick funktioniert nicht immer ganz zuverlässig, aber in diesem Fall hat es geklappt. Hier entsteht jetzt automatisch eine kleine 1, die auch anklickbar ist und zu der passenden Fußnote führt. Also im Prinzip geht es jetzt erstmal darum, die klassischen Publikationsmittel oder ja, Hilfsmittel, Fußnote, Zitat, Text in WordPress zu bearbeiten. Das ist alles, was wir kennen, das ist nichts Besonderes oder Neues. Nur eben, wie man das umsetzt, ist ein bisschen manchmal, erfordert manchmal Kenntnis. So. Jetzt beschäftigen wir uns ein bisschen im weiteren Umfeld mit dem, mit der Ansicht hier. Wir sind jetzt momentan im Menü unter Artikel. Es gibt auch noch Seiten, das ist eine andere Form. Artikel sind eben die Blogbeiträge, die kontinuierlich auf der Startseite untereinander chronologisch angeordnet angezeigt werden. Seiten funktionieren eigentlich ganz ähnlich. Hier sind jetzt schon zwei angelegt. Ich erstelle mal eine neue. Die nenne ich Impressum. Das brauchen wir später. Das ist eigentlich genau der gleiche Editor. Wo ist jetzt der Unterschied zwischen diesen beiden Elementen, Seite und Artikel? Seiten sind die statischen Elemente eines Blogs, wie zum Beispiel ein Impressum. Jetzt ist das hier schon automatisch eingefügt in dem Menü. Diese Seite ändert sich nicht. Die hat auch kein Datum dabei. Sie hat auch keinen Autor, der explizit genannt wird. Sie gehört einfach zu dem Grundinventar dieser Seite. Wohingegen auf der Startseite Blogs, die Blog-Einträge, die Artikel also untereinander chronologisch immer wieder weiter erscheinen. Ein weiterer Unterschied zwischen Seiten und Artikel ist der, dass wir hier keine Kategorien und Stichworte zuordnen können. Schauen wir nochmal zu den Artikeln. Hier taucht es auch schon auf in der Seitenleiste, der Hinweis auf Kategorien und Schlagworte. Ich bearbeite jetzt nochmal den Artikel. Und hier kann ich eben Kategorien aussuchen, Schlagworte. Kategorien helfen mir später, Menüs aufzubauen, ja, um hier nochmal verschiedene einzelne Blogbeiträge aus der kompletten Leiste zu filtern zu einem gewissen Thema. Und Schlagworte beschreiben eigentlich den Inhalt des Blogbeitrags nochmal genauer. Das hilft beispielsweise der Suchmaschine, die wichtigen Stichworte herauszufiltern. In diesem Fall würde ich mal sagen, Workshop, WordPress, ja, vielleicht ist Rom auch ein interessantes Schlagwort, wir befinden uns ja in Rom. Und hier möchte ich eine neue Kategorie hinzufügen, nämlich WordPress. Hier möchte ich dann alle Artikel zu diesem Thema speichern. Non-Classé brauche ich jetzt erstmal nicht. So. Naja. Nochmal kurz zurück zu dem Texteditor. Was auch ganz wichtig ist, sind Links. Das ist auch nicht ganz untrivial bei manchen. Dort, wo ich einen Link setzen möchte, markiere ich beispielsweise das Wort und dann wird dieser Button hier aktiv, erst in diesem Moment. Und hier kann ich dann beliebige Links einfügen, beispielsweise den Link zur Startseite. Ich kopiere den hier rüber, füge den ein. Hier möchte ich kurz das Thema Barrierefreiheit ansprechen. Es ist hilfreich, wenn man Links
oder auch Bilder einen Titel gibt. Das ist der Titel, der erscheint, wenn man mit der Maus über diesem Link stehen bleibt. So kann man also erfahren, was verbirgt sich eigentlich hinter diesem Link. Hier würde ich jetzt mal schreiben, die Startseite des Blogs. Diese Option lasse ich jetzt deaktiviert. Ich hätte auch hier unten auswählen können aus den bereits bestehenden Artikeln. Das macht es mir einfach und dann wird auch automatisch hier oben und unten das ausgefüllt. Das nutze ich später mal. Und jetzt haben wir hier einen Link. Ja. Das sollte eigentlich nicht so sein, dass man mich sieht. Oh ja. Also vor Ort haben es alle mitbekommen, gut. Hallo. Eigentlich wollte ich das hier zeigen. Jetzt gibt es ein A und O. Gut. Ich habe jetzt 10 Minuten gebraucht. Soll ich es wiederholen oder soll ich einfach weitermachen und dann später das nochmal aufzeichnen? 7 Zuschauer, okay. Wir haben mehr Zuschauer vor Ort. Damit ist die Abstimmung abgeschlossen. ja. Also wir waren gerade beim Link und ich hoffe, dass jetzt das auch so stimmt. Also wir sind nochmal in dem Editierfeld, haben Links gesetzt, haben ein Zitat gesetzt, Fußnoten gesetzt, eine Überschrift zugewiesen und Kategorien und Schlagworte ausgewählt. So. Jetzt probieren wir das nochmal mit einem Moment auf dieser Seite bleiben, erstmal speichern. Jetzt möchte ich einen neuen Artikel anlegen, um noch ein paar Dinge hier oben rechts zu zeigen. Auf den Text kommt es jetzt nicht so an. Und zwar besteht hier oben nochmal die Möglichkeit, beispielsweise, wenn man jetzt mit mehreren Leuten in einem Blog arbeitet, ein Review zu beantragen. Also sagen wir mal, ein Autor, der einen Text geschrieben hat, möchte jetzt, dass der Administrator oder ein Redakteur erst nochmal drüber schaut. Dann sagt er, ich bin soweit fertig, das ist kein Entwurf mehr, sondern ich möchte jetzt gerne ein Review haben. Wir haben also auch eine Art Peer-Review-System schon eingebaut. Dann eine weitere Möglichkeit, später kann ich entscheiden, ob der Artikel öffentlich angezeigt wird, ob er passwortgeschützt ist oder ob er wirklich nur nach einem Login angezeigt wird. Dann wird er gar nicht auf der Startseite angezeigt. Man kann also auch private Artikel innerhalb eines Blogs veröffentlichen. Hier gibt es noch einen kleinen Button, damit kann man den Artikel ganz oben festhalten, dann bleibt der immer der oberste Artikel, egal was danach noch gekommen ist. Und das hier ist auch noch eine ganz praktische Funktion, das ist nämlich die Planfunktion. Ich kann Blogartikel sofort veröffentlichen. Ich kann aber auch sagen, ich möchte, dass der erst in 2 Minuten erscheint. Dann schaltet das hier um und der Artikel ist geplant für den 6. Juni, für den 16. Juni. Das muss man hier so ein bisschen rumlesen. Um 16.18 Uhr. Ich plane den. Und der erscheint erst in 2 Minuten auf der Startseite. Das ist ja praktisch, wenn man gerade so einen Flow hat und gut dabei ist zu schreiben, dann schreibt man eben mal 2, 3 Artikel vor und hält so den Blog aktiv, obwohl man jetzt vielleicht 3 Wochen in Urlaub ist. Ein Tipp für Herr Graf, der gerade seinen Archivalia-Blog ja verlassen musste, aber das ist dann bei WordPress möglich. Wobei es auch anratsam ist, trotzdem zu verfolgen, was auf dem Blog passiert, da ja auch Kommentare erscheinen können und die muss man dann eben, sollte man zeitnah beachten. Genau, eben habe ich noch nicht genau darauf hingewiesen, wie man sich eigentlich in seinen Blog einloggt und wir befinden uns hier also im Backend, in der Administrationsoberfläche, die nur für denjenigen sichtbar ist, der eben einen Zugang zu dem Blog hat, ein Passwort, und das Frontend, das eben das allgemein Sichtbare ist. Um an das Backend zu kommen, kann man einfach oben in der Linkleiste Admin anhängen. Zumindest ist das bei Hypothesis so. Wir haben nicht den Standard-Login wp-admin von WordPress genommen, weil es da Hacker-Attacken gab und das standardmäßig abgegriffen wird, um so ein bisschen mehr Sicherheit reinzubringen. Was aber auch teils ein bisschen unkomfortabler ist, weil man es jetzt
sich merken muss. Das leitet aber automatisch dann wieder zu WP-Admin weiter, sobald man eingeloggt ist. Und dann ist man eben im Backend drin. So, ein Blog kann mehr als nur Texte beinhalten. Er kann auch multimediale Inhalte anzeigen, Bilder, Videos, Ton, teils auch PDFs. Und zwar gibt es dafür zwei Möglichkeiten, nämlich einmal die interne Mediathek in WordPress und einmal die Embedding-Funktion. Zuerst werde ich jetzt mal die Mediathek zeigen. Die sehen wir hier links. Dort kann man der Seite bleiben, erstmal aktualisieren und speichern. Genau, in der Mediathek bekommen wir eine Medienübersicht. Hier kann man verschiedene Medien hochladen. Das kann auch ein PDF-Dokument sein, das kann eine ZIP-Datei sein oder ganz einfach ein Bild. Und das machen wir jetzt mal. Hier bietet er mir an, eine Datei per Drag and Drop einfach hier reinzuziehen und lädt sie dann hoch. Ich gehe jetzt mal den Weg über den Dateimanager und suche ein schönes Foto der Max-Weber-Stiftung in Bonn aus. Das Bild wird hochgeladen mit Hochgeschwindigkeit. Genau, hier ist auch vermerkt, wie groß Dateien maximal sein dürfen, 14 Megabyte. Ich denke, das Foto geht schon relativ hoch, das sind 4 oder 5 Megabyte. Also größer als diese Dateigröße kann man nichts hochladen. Also wenn man jetzt versucht, ein Video da hochzuladen, das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht klappen, außer es ist sehr kurz. So, jetzt habe ich die Möglichkeit, in der Mediathek dieses Bild nochmal mir anzuschauen. Ich kann ihm einen Namen geben, einen sinnvollen Namen, Max-Weber-Stiftung. Verzeihung. So, hier gibt es auch nochmal drei Felder, die sind nicht unrelevant. Zum einen ist es die Beschriftung, der Alternativtext und die Beschreibung. Die Beschriftung wird, wenn ein Bild im Blogbeitrag eingebunden wird, unter dem Bild erscheinen, also öffentlich. Der Alternativtext ist das, was erscheint, wenn man mit der Maus auf dem Bild stehen bleibt. Und was erscheint, wenn das Bild nicht geladen werden kann, falls irgendwie die Bilddatei zu groß ist und der Browser zu lange braucht. Oder es gibt eben Thema Barrierefreiheit, Menschen, die Bilder nicht gucken, sondern über eine Braille-Tastatur Blogposts lesen. Für die ist es wichtig, dass es einen Alternativtext gibt, mit dem sie sehen können, was befindet sich eigentlich auf dem Bild. Und für die interne Verwaltung ist die Beschreibung. Hier speichern wir zum Beispiel Informationen drin, wer hat das Foto eigentlich geschossen. Das bin jetzt ich zum Beispiel. Und es ist unter einer freien Lizenz. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber das wird nur intern angezeigt, nicht öffentlich. Also geben wir eine Beschreibung, einen Alternativtext. Und aktualisieren das Ganze. Und danach können wir zurück zu dem Artikel gehen und ein Bild hinzufügen. Das ist jetzt in der Mediathek. So, manchmal gibt es die Versuchung, hier unten gibt es manchmal noch eine andere Möglichkeit, Bilder hinzuzufügen, die auf jeden Fall nicht nutzen, wenn die hier unten auftaucht. Das hier zum Beispiel, das ist nicht der richtige Weg, wenn man eben die Mediathek von WordPress nutzen möchte, sondern diesen hier, Datei hinzufügen. Jetzt kann ich entweder nochmal das Bild, ein anderes Bild hochladen oder das Bild aus der Mediathek nehmen. Die Beschreibungen sind alle schon da. Ich kann auch entscheiden, in welcher Größe oder ob es ausgerichtet sein soll. Ich hätte es jetzt gerne rechts in der Ecke. Und ich möchte, dass die Mediadatei verlinkt ist. Hier kann man zum Beispiel auch eine ganz beliebige URL nehmen. Man kann also ein Foto nehmen und auf die Person verlinken und oder auf ihre Webseite verlinken. Oder man kann ein Bild von Facebook hochladen, von dem Logo und dann auf die Facebook-Seite verlinken. Jetzt füge ich das ein. Hier ist der Untertitel, die Beschreibung. Ich kann es wieder entfernen oder nochmal bearbeiten, wenn es mir jetzt zu groß ist. Mache ich es ein bisschen kleiner, 70%. Aktualisiere so, das ist die Größe, die mir gefällt. Ja.
Der Alternativtitel, genau, die Frage ist, was ist der Alternativtext? Den kann ich jetzt zeigen. Wenn ich mit der Maus hier drüber stehen bleibe, ja, sollte der erscheinen. Tut er aber nicht. Genau, ansonsten ist das im HTML eben hilfreich für Leute, die die Bilder nicht anzeigen können. Dann lesen die eben hier dieses Alt-Text. Ja? Wenn das Bild nicht angezeigt wird, wird das dir angezeigt. Als Text. Ja? Genau, für Blinde beispielsweise. So. Bitte? Ja, also der Alternativtext ist auf jeden Fall da, er wird jetzt irgendwie nicht in dem Browser so angezeigt. Das wundert mich eigentlich, aber ja, ich würde mal sagen, einfach weitermachen und dann... Also er ist auf jeden Fall im HTML-Code da, das ist das Wesentliche. Gut. Der zweite Weg, multimediale Inhalte in den Blog einzubinden, ist der des Embeddings. Dazu gibt es einen längeren Beitrag im Bloghaus. Das Bloghaus ist für Hypothesis der Anlaufpunkt, wo wir Tipps geben und informieren über die Blogportale, über die Umstellung, welche neuen Designs gibt es oder wie richtet man E-Mail-Abonnements ein. Und hier gibt es eben auch einen Beitrag zum Embedding. Na, der ist weiter oben. Ah, das habe ich in meinem Video gemacht. Da ist er. Embedding bedeutet eben, dass man Videos, beispielsweise die bei YouTube liegen, direkt im Blogpost in ein kleines Fenster einblendet. Und die sind auch hier sofort abspielbar. Man kann aber auch andere Videoplattformen nehmen, es muss nicht YouTube sein, es kann auch Vimeo sein. Man kann Flickr-Bilder einbetten oder Script-Dokumente anzeigen. In diesem Fall habe ich das Dokument gelöscht, deswegen wird es hier nicht angezeigt. SlideShare bietet die Möglichkeit, Präsentationen einzubetten. SoundCloud bietet die Möglichkeit, Audiodateien anzuzeigen, die man auch hier kommentieren kann. Auch Tweets können eingebettet werden. All das passt in den Blog rein. Das ist auch nochmal separat in diesem Blogbeitrag beschrieben. Und wir nehmen jetzt heute mal das aktuelle Beispiel aus dem Mittelalter-Blog, nämlich den Livestream. Den möchten wir jetzt gerne auch in unserem Workshop Testblock einbetten. Und zwar haben wir hier das aktuelle Video, ist das hier. Gucken wir uns das mal bei YouTube an. Hier läuft es jetzt gerade. Hier oben ist der Link und eigentlich reicht es, diesen Link rüber zu kopieren in den Artikel. Dann benutzen wir das grafische Messer. In diesem Fall brauchen wir es nicht. Also wenn Dinge hier nach irgendwie stehen, nach einem Und-Zeichen, die kann man besorglos entfernen, bis nur noch dieses Video und die wirre Zeichenkombination hier steht. Achtung, der Trick ist jetzt, dieses Video nicht als Link hier einzufügen, weil dann wird er einfach nur anklickbar als Link, als Text. Jetzt muss man noch aufpassen, hier vorne hat sich noch ein Leerzeichen eingeschlichen. Davor und danach dürfen keine Leerzeichen sein. Und wenn alles klappt, können wir uns den Artikel anschauen und dann ist auch das Video eingebettet. Und hier könnte man jetzt noch den Livestream selber angucken. Wie gesagt, das funktioniert für ganz viele verschiedene Inhalte, Bild, Video, Audio, PDFs, alles ist da möglich. Wichtig ist nur zu wissen, dass diese Inhalte dann bei der jeweiligen Plattform gespeichert sind und nur eingeblendet werden. Also sie sind nicht bei Hypothesis auf den Server gespeichert. Und damit ja, ist man auch an die AGBs und an die Bedingungen der entsprechenden Plattformen gebunden. Gut. Kommen wir nun zum interaktiven Teil des Blogs, nämlich Kommentare.
Als Benutzer habe ich hier unten die Möglichkeit, einen Kommentar zu hinterlassen. Da ich eingeloggt bin, ist das alles schon ganz einfach. Ein bisschen Eigenlob schadet nicht. Und schicke ich den Kommentar ab. Als Administrator sieht das alles wieder etwas anders aus. Dafür kann ich hier unten links mir die Kommentare anschauen. Dieser ist jetzt natürlich veröffentlicht, weil ich selbst kommentiert habe. Ich bin Administrator, also habe ich auch alle Rechte. Ich könnte jetzt aber auch im Nachhinein sagen, ich weise diesen Kommentar zurück, dann wird er depubliziert, also nicht mehr sichtbar auf der Webseite. Ich kann auch antworten und sagen und darauf reagieren. Ich kann ihn als Spam markieren, das kommt auch durchaus vor, dass einfach nur Werbung irgendwie versucht wird zu machen oder den Artikel direkt in den Papierkorb werfen. Genau. Dann zu den Kommentaren gibt es auch verschiedene Einstellungen, die man beachten sollte, nämlich bei Einstellungen Diskussion. Hier gibt es eben die Möglichkeit zu sagen, Benutzer müssen zum Kommentieren Name und E-Mail-Adresse hinterlassen. Ich war jetzt eingeloggt, wenn jetzt jemand Fremdes auf diesen Blog geht, muss er erstmal ja, diese Daten abgeben, damit er kommentieren kann. Ich kann auch die Kommentarfunktion komplett schließen. Dann gibt es noch die Möglichkeit hier unten, dass Kommentare genehmigt werden müssen. Also dass sie erst auf der Seite wirklich sichtbar werden, wenn ein Administrator das OK-Zeichen gegeben hat. Mir ist es schon manchmal passiert, dass ein Kommentarfeld fälschlicherweise als Kontaktfeld genutzt wurde. Also gingen die Leute davon aus, dass das eine persönliche E-Mail ist und haben da personenbezogene Daten wie Name, Adresse, irgendwas reingeschrieben. Diese Kommentare habe ich natürlich nicht veröffentlicht. Dann die nächste Frage, also da führt es dann zu dem Thema, wie geht man mit Kommentaren um? Nur ganz kurz, da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgeht. Man kann sehr liberal damit umgehen und alles erstmal freilassen und im Nachhinein es zurücknehmen, wenn irgendwas nicht in Ordnung ist. Man kann alles blocken oder eben einen Zwischenweg wählen. Auch da ist Transparenz eigentlich ein ganz gutes Stichwort. Wenn man etwas, also man sollte nicht einfach etwas löschen innerhalb eines Kommentars und dann veröffentlichen, immer deutlich darauf hinweisen, wenn was entfernt wurde und warum es entfernt wurde, also auch begründen, oder vielleicht die Person persönlich anschreiben, wenn es dann noch etwas zu diskutieren gibt. Dann gibt es eben auch die Möglichkeit, wenn die E-Mail-Adresse angegeben wurde, die Person anzuschreiben und zu fragen, was denn eigentlich los oder ne, soll ich das freischalten oder nicht. Gut, das zu der Kommentarfunktion. Wer die Kommentarfunktion nicht nutzen möchte, hat auch die Möglichkeit, seinen eigenen Blog zu benutzen und einfach auf den anderen Artikel zu verlinken und den so auf eigenem Grunde sozusagen zu kommentieren und da kann auch nichts gelöscht werden oder verändert werden. Wenn das passiert und der beispielsweise dieser Artikel woanders verlinkt wird, bekomme ich einen Trackback. Das haben wir eben auch kurz hier gesehen bei Diskussionen. Versuche ich einerseits, wenn ich jemanden verlinke, bekommt er eine Benachrichtigung, dass er verlinkt wurde. Das ist immer bei den WordPress-Blogs so. Und umgekehrt, wenn ich verlinkt wurde mit einem Artikel, bekomme ich eine Benachrichtigung. Und die taucht eben auch unten in den Kommentarfeldern auf. Ja. Eben haben wir auch kurz über oder länger über Social Media gesprochen. Und das ist eben eine weitere Möglichkeit, einen Blog interaktiv zu machen und zum Blog 2.0 zu machen und nicht nur zum Publikationstool, indem man eben die Beiträge bei Facebook, Twitter, Google Plus postet. Beispielsweise hier oben bietet Hypothesis das an, das ist ein bisschen klein und versteckt, aber wenn ich draufklicke, entsteht eben direkt ein Tweet mit dem Titel und dem Link dazu. Auch unter dem Blog taucht das manchmal auf, in diesem Fall jetzt hier nicht. Aber bei den Standard-WordPress-Blogs gibt es hier unten nochmal die Möglichkeit zu sharen, zu tweeten und zu plussen. Und in dem Fall sieht man, hat dieser Artikel schon eine ganz gute Reichweite bekommen. So, dann möchte ich noch relativ kurz auf das Thema, wie berichte ich einen Blog ein, wenn er jetzt ganz neu und frisch ist. Also dieser Blog beispielsweise
ist der Standardblock, den man bekommt, wenn man sich bei OpenEDCO angemeldet hat und der eingerichtet wurde. Das ist das Standard-WordPress-Bild und auch hier diese Angaben sind noch nicht wirklich ausgefüllt. Das hätte man gerne anders. Fangen wir also mal an, hier oben ein schönes Bild zu nutzen. Dazu geht man hier links im Menü zu Design. Das erste, was einem da vorgeschlagen wird, sind vorgefertigte Designs, also Themes nennt sich das bei WordPress. Aus denen wähle ich am Anfang der Einrichtung eins aus, was mir am ehesten gefällt. Das war jetzt die Standardeinstellung. Wir könnten jetzt auch mal 2011, 2014 ausprobieren. Ja, das aktiviere ich hier und dadurch ändert sich das komplette Design des Blogs. Die Inhalte bleiben aber alle da. Die gehen durch die Änderung eines Designs nicht verloren. Gut, sagen wir mal, mit diesem Design bin ich zufrieden. Es gibt jetzt vier zur Auswahl bei Hypothesis. Als nächsten Schritt möchte ich eben die Kopfzeile bearbeiten. Dort befindet sich das Bild. Das ist jetzt bei diesem Theme das Standardbild. Ich kann aber auch eine eigene Datei auswählen. Nehme ich mal dieses Foto. Das dauert ein bisschen, 25%. Man kann auch andere Bilder hier auswählen, davon raten wir aber ab, weil diese WordPress-Bilder, die sind halt schon sehr verbreitet und das sorgt nicht dafür, dass der Blog einen Wiedererkennungswert bekommt. Also man sollte schon ein Bild aussuchen oder vielleicht sogar erstellen lassen, was dem Wiedererkennungswert des Blogs dient. Das hier finde ich ganz schön, das sind meine Kollegen im Büro. Sagen wir mal, das wäre jetzt ein privates Büroblog, das kann man auch machen. So, das ist jetzt hoffentlich gespeichert. Hier unten nochmal die Änderungen übernehmen. Und jetzt habe ich meine Kollegen im Header. Wunderschön. Jetzt fällt mir auf, hier oben steht noch ein Untertitel auf Französisch. Den hätte ich gerne anders. Das ist der zweite Schritt, das ist auch ein bisschen versteckt. Das ist bei Einstellungen allgemein. Also Einstellungen allgemein. Hier kann ich eben den Blogtitel nochmal bearbeiten oder den Slogan. Da kann ich den Slogan ändern, ich kann auch noch andere Einstellungen, die Sprache kann ich auch im Nachhinein noch umstellen. Und jetzt habe ich hier einen neuen Slogan. Gut, Bild-Themes. Dann der wichtigste Punkt, und jetzt nochmal alle aufpassen, die irgendwann einen Blog einrichten wollen, das Menü. Das ist eigentlich die häufigste Anfrage, die wir bekommen, nämlich wie richte ich das Menü ein? Ich habe ein Menü eingerichtet, das wird nicht angezeigt. Eben habe ich eine neue Seite angelegt. Die wird standardmäßig automatisch hier hinzugefügt. Die Blog-Einträge, die haben irgendwie keine Auswirkungen jetzt erstmal hier drauf, die sind einfach bei Home. Gehen wir nochmal zurück ins Backend und gucken uns an, wo da die Menüs angepasst werden können. Nämlich wieder bei Design, Menüs. Hier sieht man jetzt schon eine vorgefertigte Menüstruktur. Aber die sieht irgendwie anders aus. Hier steht jetzt Startseite, bei mir steht aber Home. Der Trick ist, man muss erstmal ein Menü erstellen. Danach muss man ihm eine Position zuweisen, denn manche Themes haben mehrere Positionen für Menüs. Es reicht also jetzt nicht, hier beispielsweise eine Anordnung zu ändern, sondern nehmen wir erstmal das Standardmenü, ich erstelle es. Jetzt taucht hier oben auf Manage Locations und das ist der entsprechende Trick, nämlich dass man jetzt hier das primäre Menü zuweist auf das selbst erstellte, also manuell erstellte Menü. Erst ab jetzt tauchen die Menüpunkte hier auf, wie ich sie manuell im Backend sehe.
Das Menü kann ich bearbeiten, ganz einfach, durch Drag and Drop. Also ich halte den Menüpunkt fest und ziehe ihn rauf und runter, wie ich das gerne in der Reihenfolge, die ich gerne hätte. Hier kann ich auch das aufklappen mit dem kleinen Dreieck und Menüpunkte entfernen, die ich nicht mehr haben möchte. Und ich kann auch jetzt noch den Titel verändern, der angezeigt wird. Dazu muss ich immer speichern und dann ist es vermerkt. Hier links werden noch weitere Möglichkeiten, um Menüpunkte zu bauen, angezeigt, beispielsweise Kategorien. Eben habe ich die Kategorie Workshop angelegt. Die kann ich jetzt auch meinem Menü hinzufügen. Die hätte ich gerne hier. Man kann auch Untermenüs anlegen, und zwar, indem man das ein bisschen einrückt. Dann springt das nach rechts und das wird jetzt ein Untermenüpunkt. Nicht vergessen zu speichern, wenn es dann alles zugeordnet ist einer Location, taucht das dann hier genauso auf, wie ich es im Backend habe. Da ist mein Unterpunkt Workshops, da ist Impressum. Das sind also Menüs. Immer wichtig hier Manage Locations beachten. Ein weiterer Punkt sind Widgets, die zum Design gehören. Das sind die kleinen Elemente hier an der Seite, zum Beispiel die Administration, ein Archiv, Stichworte, Kategorien, Präsentationen. Die sind auch alle bearbeitbar. Ich kann sie komplett entfernen oder anders anordnen oder neue Widgets hinzufügen. Wieder zurück zum Backend ist das hier. Und das funktioniert so ähnlich wie bei den Menüs. Das kann ich hier aufklappen. Die Suche finde ich jetzt mal sinnvoll. Präsentation finde ich nicht so sinnvoll, lösche ich. Es gibt verschiedene Orte, an denen ich Widgets anbieten kann. Beispielsweise kann ich auch in die Fußzeile Widgets einbinden. Das ist aber je nach Design unterschiedlich. Und hier links sieht man eben, welche Widgets verfügbar sind. Das sind eine ganze Reihe. Beispielsweise kann ich einen RSS-Feed einbinden, eine Schlagwortwolke. Ich kann die Seiten anzeigen lassen. Ich kann einfach nur Text oder HTML anzeigen. Das ist auch ganz praktisch. Und hier entscheiden, wo das hingehen soll, Add Widget. Und dann gucke ich mir das nochmal auf der Startseite an. Wie sieht das da aus? Hier ist jetzt dieses Test-Widget, was ich gerade angelegt habe. Also auch damit kann man den Blog so einrichten, wie man das gerne hätte. So, wichtig, neben dem Key Visual ist für uns, dass ein Impressum angelegt wird. Darauf werde ich jetzt nicht genauer angehen. Dazu kann man aber auch nochmal im Blockhaus nachschauen. Da gibt es einen längeren Artikel dazu. Es ist wichtig, dass die Name, Adresse, Kontaktnummer, also Telefonnummer und E-Mail-Adresse angegeben werden, weil wir davon ausgehen können, dass das kein rein privater Blog ist, den man bei Hypothesis betreibt, sondern eher eine Form des journalistisch-redaktionellen Angebots darstellt. Und damit muss man sich gewissen rechtlichen Normen, ja, oder gibt es gewisse Anforderungen, wie so ein Blog gestaltet sein muss. Das hat zum Beispiel den Hintergrund, wenn ich ein Bild verwende, was ich nicht selbst erstellt habe, sondern irgendwo im Internet gefunden habe und derjenige möchte mich abmahnen, dann muss er diese Adresse, muss er mich anschreiben können. Das muss also eine ladungsfähige Adresse sein. Da ich aber kein Rechtsanwalt bin, kann ich auch keine rechtliche Beratung in dieser Hinsicht geben. Ich möchte nur immer sagen, es ist wichtig, dass ein Impressum da ist. Und ja, da gibt es im Internet viele Anleitungen dazu, wie man das rechtsgültig anlegt. Zuletzt noch, also das Impressum ist auch eine schöne Möglichkeit, man kann es auch Kontakt nennen und kann da irgendwie ein bisschen darstellen, welche sozialen Medien nutze ich, wie kannst du mich kontaktieren, alles mögliche. Also man muss es nicht nur als Pflicht verstehen, sondern das ist auch die Möglichkeit zur Vernetzung und als Angebot zur Vernetzung zu nutzen. Ein weiterer Punkt, das haben wir zum Beispiel jetzt hier unten gesehen, ist die Möglichkeit, ein Profil unter dem Artikel anzuzeigen, so dass dass der Autor angezeigt wird und eine kurze Profilbeschreibung. Das möchte ich noch kurz zeigen, wo man das macht, und zwar in der Benutzerverwaltung, die ist jetzt hier unten. WordPress bietet also auch die Möglichkeit, ganz viele
verschiedene Benutzer einen Account zu geben. Ich zeige jetzt mal, wie man einen hinzufügt. Entweder, wenn er bei Hypothesis schon irgendwie angemeldet ist, nehme ich hier einfach die E-Mail-Adresse und weise ihm eine Rolle zu. Es gibt also auch ein ganzes Rollenmanagement. Das kann man auch nochmal nachlesen bei WordPress. Was diese Benutzerrollen eigentlich unterscheidet, welche Rechte die also haben. Beispielsweise ein Administrator, klar, der darf alles machen, oder ein Autor, der darf nur seine eigenen Beiträge bearbeiten und veröffentlichen. Ein Mitarbeiter darf sogar nur seine eigenen Beiträge bearbeiten, kann sie aber nicht veröffentlichen. So kann man also ein ganz feines Rechtemanagement umsetzen und ein internes Peer-Review-System in einem Gruppenblock umsetzen. Genau. Wenn der Benutzer hinzugefügt wurde, dann kann der hier unten sein eigenes Profil bearbeiten. Kann also ja, einmal seinen Namen angeben. Das wäre jetzt der Spitzname. Hier, das ist wichtig, das ist der öffentliche Name, das muss nicht der gleiche sein, aber jetzt hier wähle ich einfach mal die Variante aus. Ich kann meine verschiedenen Accounts hier hinzufügen, dann werden automatisch diese eingeblendet. Und wichtig ist biografische Angaben, das ist nachher der Profiltext. Auch hier ein kleiner Trick, diese biografischen Angaben und das Profil unter dem Artikel wird erst dann angezeigt, wenn es mehr als zwei Benutzer gibt und wenn auch mehr als zwei Benutzer schon Artikel veröffentlicht haben. Vorher werden die nicht angezeigt. Soweit, so gut. Das ist jetzt erstmal WordPress. Dann möchte ich noch ganz kurz auf die Hypothesis eingehen. Und zwar, wenn dort Artikel gepostet werden, gibt es verschiedene Stufen, wie wir Sichtbarkeit herstellen für diese Artikel. Der erste Punkt ist, wenn ich jetzt beispielsweise im Mittelalterblog einen Artikel veröffentliche, taucht er einfach auf der Startseite des Mittelalterblogs auf. Dann gibt es eine wissenschaftliche Redaktion, die sich alle Artikel, die täglich erscheinen, anschauen. Das machen die über einen RSS-Feed-Reader. Auch nochmal ganz kurz am Rande für die Profis. RSS-Feed, das kann man sich eben so anzeigen lassen und dann braucht man ein Programm, das diesen Feed anzeigt. Dann bekommt man immer eine Übersicht über die neuen Artikel. Ich zeige mal kurz unseren Feed-Reader. Also so überblicke ich jeden Tag, was über die Hypothesis veröffentlicht wird. Das sind alle Blogs und alle letzten Artikel. Hier sehe ich jetzt also 1914, Ordensgeschichte und so weiter, was sie gerade geblockt haben und kann mir die Artikel hier auch schon in einer kurzen Vorschau anschauen. Wenn ein Artikel für besonders gut, was auch immer das heißt, befunden wird, dann wird er für die Startseite ausgesucht. Das heißt also, dass nicht alle Artikel, die irgendwo in Blogs geschrieben werden, in den Blogs bei Hypothesis auf die Startseite kommen, sondern nur ausgewählte. Eine besonders hohe Auszeichnung ist dann die Auswahl des Sliders. Also pro Woche kommt ein neuer Slider hier oben dazu, eben mit Bild als Eyecatcher und wird so nochmal besonders hervorgehoben. Eine weitere Maßnahme zur Sichtbarkeit ist der Katalog. Und zwar sind hier alle Blogs verzeichnet, die aktiv sind, die ein eigenes Bild haben, wo das Design stimmt und wo ein Impressum auch angelegt ist. Und wo man eben sehen kann, dass da regelmäßig Artikel geblockt werden. Und hier kann man eben nach Sprachen filtern oder nach Ländern. Wie eben heute auch schon genannt wurde, gibt es mittlerweile 102 Blogs im Katalog. Ich kann auch verraten, dass wir bald den 200. Blog bei DE Hypothesis veröffentlichen werden oder eröffnen werden. Also da sind noch eine ganze Reihe im Hintergrund, die nur darauf warten, loszulegen. Und dieser Katalog ist eben auch eine Maßnahme, ist jetzt sehr klein geschrieben, das sieht man hier leider nicht gut, Sichtbarkeit zu gewinnen. So, und jetzt würde ich gerne dazu übergehen, noch Fragen sind, kurz die zu beantworten. Ansonsten haben wir noch mal eine kurze 10-minütige Pause danach. Ne? Ja. Die gibt es erstmal nicht, denke ich.
Und ansonsten gibt es verschiedene Möglichkeiten, Hilfe zu bekommen, nämlich nicht nochmal umwerfen. Einerseits gibt es natürlich das Blockhaus, wo die Anleitungen veröffentlicht werden. Dann sind wir natürlich immer ansprechbar über die sozialen Medien. Ah ja, das habe ich jetzt vergessen. Das gehört natürlich auch ganz wichtig dazu, um Sichtbarkeit für die Artikel zu bekommen. Bei Facebook, Twitter, Google+ posten wir alle neuen Artikel. Also beispielsweise hier. Aber nicht alle werden bei jedem User angezeigt. Auch bei Twitter. Hier werden alle Artikel angezeigt. Und bei Google+. Auch da sind wir überall ansprechbar und geben gerne Hilfe. Oder ganz klassisch über die Mailingliste oder über eine E-Mail an uns. Wir sind natürlich auch per Post erreichbar. Damit schließe ich und bedanke mich. Thank you.